Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir uns heute mal zusammen anschauen, wie wir die Kultiras-Menschen freischalten und die Questreihe dazu auch noch. Und als allererstes braucht ihr einen Char, der 120 ist. Dann müsst ihr die Prachtmeer-Admiralität auf den ehrfürchtigen Ruf bringen. Und ihr müsst die Kriegskampagne inklusive der Kriegskampagne aus 8.1 abschließen. Heißt auch noch, die Woge der Rache müssen wir auch noch haben. Die aus 8.1.5, die braucht ihr nicht, aber die ist auch nicht lang. Macht die einfach zusätzlich noch. Als letztes brauchen wir dann noch das Meta-Achievement aus Kultiras. Heißt eine vereinte Nation, wo wir alle Zonen durchspielen müssen. Beziehungsweise am Ende dann noch diese Story-Quest-Reihe, um dann das Meta-Achievement freispielen zu können. Und wenn wir das alles haben, dann können wir nach SW gehen. Und zwar da, wo wir so schon waren für die anderen verbündeten Völkern, zur Botschaft von Sturmwind. Und in der Botschaft von Sturmwind haben wir dann eine neue Quest. Und zwar steht hier Jaina rum, neben den anderen verbündeten Volkstypen. Und die gibt uns eine Quest, dass wir zu Karsten quasi einmal müssen in Boralos. Und ja, da können wir uns jetzt einfach über den Ruhestein hinporten. Oder wir benutzen das Portal im Mage Tower. Und ich würde sagen, das machen wir. Denn ich kann mir vorstellen, dass wir später wieder in den Hafen zurück müssen. Und ich spare ganz gerne meinen Ruhestein auf dafür. Ich hatte ja vorhin gerade schon die Questreihe von den Zanlari-Treuen gemacht. Da funktioniert das ganz ähnlich. Müsste aber dementsprechend mit der Hordenseite machen. Und da halt dementsprechend auch die Pendants, zwecks Ruf und Questreihen dann auf der anderen Fraktionsseite machen. Sobald wir diese Questreihe durchgespielt haben, bekommen wir dann die Zandalare-Treue, hätte ich fast gesagt, die Kultiras-Menschen als eigenes Volk, was wir spielen können. Und zusätzlich gibt es noch ein schickes Mount, was ich euch dann am Ende auch zeigen werde. So, jetzt einmal nach Kultiras. Ich denke mal, die meisten von euch dürften die Voraussetzungen ja jetzt schon freigeschalten haben, bis auf den Patch hin. Man hatte ja genug Zeit, beziehungsweise, ja. Wenn ihr das noch nicht habt, den Ruf kann man relativ schnell farmen über die Emissary Bag. So, also wir müssen einmal zu Carsten, der steht hier unten und mit dem müssen wir nämlich was jetzt sprechen. Braucht ihr? Bleibt wachsam. Dorian Ebwasse. Es heißt, Ebwassers Schiffe waren das Maß aller Dinge, als ihr in der Wache meines Vaters gedient habt. Das ist lang her, Lord Admiralin. Aber ich erinnere mich an diesen Namen. Okay. Mir steckt immer noch der Kampfgeist in den Knochen. Ich kann euch bei der Suche helfen, aber was, wenn unsere Bitte abgeschlagen wird? Ich habe einen Brief vorbereitet. Zeigt ihn dem Schiffsbauer, falls Überzeugungsarbeit nötig ist. Ei, ei, Lord Admiralin. Kommt, Champion. Wir beginnen wir unsere die Welt Suche nicht der im Sturmsandtal, wo alle Schiffe der Flotte gebaut werden. Gut, wir haben den Brief einstecken. Das ist ein Freibrief, würde ich mal sagen. Und jetzt müssen wir ins Sturmsangental, oder? Wo müssen wir denn jetzt genau hin? Ah, okay. Einfach hier rüber. Warte mal, fliegt Carsten mit? Wo läuft der hin? Der verschwindet doch sicher einfach. Ich glaube nicht, dass der jetzt bis zum Greifenmeister mitharscht. Das sind immer so solche Quests, wo die Typen dann einfach zwischendrin einfach abtauchen und man sie dann nie wieder sieht. Oftmals so Quests rein, kennt ihr das? Wenn ihr beim so einem Questgeber, ne, gibt die Quest ab. Der redet noch mit einem und läuft dann weg. Und du denkst, okay, passiert hier jetzt noch was? Kann ich weglaufen? Gibt der noch eine Quest? Muss ich dem nachlaufen? Dann läuft dem nach. Und irgendwann verschwindet er einfach und dachte, ah, shit, hätte ich das vorher gewusst. So geht's mir öfter. Vor allem in der Scherbenwelt gibt es eins, wo solche Quests rein, wo ich mich dann beim ersten Mal immer geärgert habe, dass ich jetzt hier quasi unnötig dem noch verfolgt habe. So, also wir fliegen jetzt hier rüber und müssen gucken, dass wir im Sturmsangental den Schiffsbauer finden, der anscheinend die ganzen tollen Schiffe für die Prachtmeers baut. Okay, wusste ich jetzt auch nicht, dass quasi das Sturmsangental das Gebiet ist, das die Schiffe stellt. Ich dachte nämlich eigentlich, dass im Tiregadesund, hier im großen Hafen, die Schiffe gebaut werden und hier im Sturmsangental diese Gezeitenweisen sind, die, naja, irgendwie für die Schiffe verantwortlich sind, dass die nicht in den Sturm kommen oder sowas, ne? Leveln wir nächstes Wochenende in Ali oder in Hordler? Das kann ich dir jetzt noch nicht sagen, das muss ich mir nur überlegen. Mit was wir anfangen. Deswegen spiele ich heute beide Quests rein, um einfach dann die Möglichkeit zu haben, aussuchen Brennerdam zu können. Brennerdam ist ein wichtiger Knotenpunkt. Ebwasser muss hier ein-, zweimal durchgekommen sein. Fragt herum. Ich rede derweil mit dem Gastwirt.
Der alte Bär vergisst nie ein Gesicht. Er geht zum Gastwirt. Ein Trinken wahrscheinlich. Wir müssen jetzt hier ein bisschen rumfragen, ob hier jemand was gesehen hat. Rückt raus mit den Informationen. Ich frag mich ja, ob das hier so ist, dass du den einen richtigen finden musst. Oder ob du einfach genug anquatschen musst, bis du quasi so eine Checkzahl erfüllt hast. Im Norden, sagt er hier. Okay. Nee. Auch nicht. Was haben wir denn noch? Da haben wir noch zwei, drei Hansen. Hans Wursten, der hier. Ihr seid nicht von hier, oder? Okay, hier der eine meint, er ist tot. Ja gut, dann packen wir zusammen und fahren wieder heim, ne, wenn er tot ist. Warte, ich hab doch jetzt alle, oder nicht? Ja gut, oder muss ich jetzt... Warte mal, wir können hier vielleicht noch reinschauen. Vielleicht ist da drin noch jemand. Ah! Helfende Hände sind immer willkommen. Ach, schau mal, der hat's... Ah, außerhalb der Stadt ist der Typ... Okay, dann schauen wir da mal hin, würde ich sagen. Aber vorher packen wir den Carsten noch ein. Nicht, dass der hängen bleibt hier, ne, in der Kneipe. Wo ist er denn? Ja, ja. Lasst hören. Der macht wieder den angenehmen Teil im Gasthaus. Wegtreten. So, ich möchte die Quest abgeben. Gibt's was zu berichten? Okay, jetzt müssen wir den Hof außerhalb finden. Oh, das ist da oben bei der Horde, ne? In diesem Ort. Aber jetzt haben wir die grobe Richtung. Ihr seid nicht von hier, oder? Ihr sucht nach einem Haus irgendwo in der Totenschwelle. Lasst euch vom Sturm gesagt. Ich muss jetzt wieder auf meinen Posten zurück. Viel Glück und vergesst den Brief nicht. Warum ist denn der Typ überhaupt mitgekommen? Wenn er ist hierher geflogen, geht ins Gasthaus, wir dürfen die Arbeit machen und als wir dann quasi rausfinden, wo wir hin müssen, kehrt er wieder zurück. Der Typ war total unnötig. Er hätte uns ja einfach auch sagen können, hey, flieg da mal hin, sprich mit den Leuten und sobald du den Hinweis hast, geht dem Hinweis nach. Ne? Aber nein, er kommt erst mit und nützt ist er für nicht viel. Naja, gut. Okay, also wir müssen jetzt quasi hier zu so einem Hof und da gucken. Ach, ich kann aber hier gleich noch das Gold mitnehmen, wenn ich hier schon mal bin. Wissen vielleicht nicht so viele, aber es gibt hier so eine Quest, die man eigentlich täglich machen kann. Okay, anscheinend habe ich die heute schon gemacht. Dass man so Gold abholen kann, das ist immer so ein Sack eigentlich bei dem Haufen da, wenn man hier nämlich durchgequestet hat. Anscheinend war ich da heute schon und habe das mitgenommen. Also extra deswegen hinfliegen würde ich nicht, aber immer wenn hier die Invasion ist, ne, dann, ja, schaue ich bei dem Gold vorbei, nehme das mit, weil es halt auf dem Weg liegt. Das ist ganz praktisch, gibt es ein paar Gold. Theoretisch könnte man sich ewig viele Twinks machen, die alle dahin positionieren und dann immer wieder das Gold holen. Ne? Also, wenn man sich den Aufwand machen wollen würde, ne. So, hier... Ein herrlicher Tag. Ah, das ist er sogar. Auf dem Festland soll es um diese Jahreszeit. Oh, hallo. Ich? Gute Gezeiten, nein. Ihr sucht meine Frau. Sie ist im Haus. Na, braucht ihr irgendwas? Achso, die Frau ist der Schiffsbauer? Meine Ohren funktionieren noch einwandfrei. Ihr sucht also einen Schiffsbauer? Tja, Pech. Ich bin im Ruhestand. Okay. Raus mit der Sprache. Ihr findet Hurricane im Hof. Keine Angst, er ist nicht so wild, wie sein Name vermuten lässt. Nicht ganz. Ach, Hurricane ist ein Pferd, schau mal an. Also sie ist im Ruhestand, also will uns nicht helfen, schade. Sepp, wo habe ich gleich mein Werkzeug gelassen? Hinter dem Haus, Schatz! Okay, Hurricane will anscheinend nicht. Komm her. Ach, da müssen wir den Sattel auf Hurricane drauf basteln. Was ist denn das hier? Ein Windelementar, warum fliegen hier Windelementare rum? Und warum sind hier allgemein so viele Elementare? Irgendwas ist doch hier komisch. Okay, wo müssen wir denn jetzt hin? Bist du nicht das süßeste kleine Pferdchen im Tal? Ja, das bist du. Ja, ja, was ist denn? Bringen wir es hinter uns. Okay, also wir haben ihr jetzt da so einen Sattel angelegt und müssen jetzt hier hinter. Da ist ein Flugpunkt. Ich würde sagen, ich reite da nicht hin, sondern ich fliege dahin. Du holst den Karren, dann treffen wir uns beim Sägewerk. Alles klar, aye aye, Captain. Auf zum Sägewerk. Gleich nach Arati und dann los geht's. So. Helfende Hände sind immer willkommen. Jetzt will sie uns anscheinend doch helfen. Nachdem wir den Sattel auf Hurricane draufgebastelt haben, dem störrischen Pferd. Okay.
Warte mal, ist in dem Dock hier, sind da nicht lauter Feinde? Können wir nicht einfach in Buralas das Ding bauen? Ich sehe das schon kommen, wir dürfen das ganze Dock hier von den Feinden säubern. Man hätte ja auch den leichten Weg nehmen können, ne? Wobei, stimmt, hier sind schon so ein paar Schiffsdocks, ne? Docks, Plural, so rum. Weil ich jetzt überlegt habe, ne, eigentlich wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen, dass hier ein großes Schiffswerft ist, aber so einzelne waren hier schon. Weil, ja gut, hier gibt es wahrscheinlich auch ein bisschen Holz. Ist schon sinnig, dass quasi das Sturmsangental die Boote liefert. Raus mit der Sprache. Ah, ich glaube mal, sie ist eine Schamanin, oder? Weil sie da die ganzen Elementare dabei hat. Jetzt lasst mich in Ruhe. Okay. Ja, ich hab's mir schon gedacht, dass wir hier rein müssen und alles umnieten müssen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Okay, also diese Dinger, warte mal, kann ich die vielleicht anklicken, während mich Gegner hauen? Ah, wenn man schnell ist, geht's. Okay, einen haben wir schon mal. Drei müssen wir aufstellen und wir müssen die Streitkräfte hier beseitigen. Ja, gut. Ich dachte mir schon, dass wir einiges zusammenziehen müssen. Ist die Frage, ob wir mit ihr zusammen ein Boot bauen müssen. Und habe ich jetzt ihr eigentlich den Brief gezeigt? Ich habe mir jetzt den Text gar nicht so genau durchgelesen. Aber der scheint weg zu sein, ne? Anscheinend haben wir sie überzeugt damit. Wobei sie ja eigentlich auch Chaina als Lord Admiralin gar nicht kennen dürfte, oder? Wenn ich jetzt so recht überlege, wenn sie das hier schon ewig nicht mehr gemacht hat. Und was ist eigentlich aus der Mutter von Chaina geworden, ne? Seit Chaina die Lord Admiralin ist, hört man von ihr halt gar nichts mehr, von Catherine Kracht mehr. Die liegt jetzt wahrscheinlich irgendwo am Strand in Tanaris und genießt das Rentnerleben. Nee, komm, die Elite haben wir nicht um. Einen kleinen brauchen wir jetzt noch. Da oben? Nee, den nicht. Ich frage mich eigentlich, wie die Rangfolge zwischen Lord Admiralin und König ist. Bist du als Lord Admiralin dann dem König unterstellt oder wie läuft das? Ich glaube nämlich eigentlich schon. So, zwei haben wir. Weil von Anduin hat man jetzt auch nicht mehr so viel gehört die letzte Zeit. Ja, ja, was ist denn? Das war alles. Na dann, Jungs, bereitet schon mal alles vor. Okay, also wir haben jetzt hier diese Werft befreit und jetzt müssen wir uns aber im Tiragadesund treffen. Okay, machen wir das mal. Also im Tiragadesund, nachdem ich das Dock habe, benötigen wir Holz. Achso, das Holz kommt hier nicht her. Jede Menge Holz müssen wir holen. Das müssen wir jetzt aus dem Tiragadesund holen. Wobei, stimmt, da ist so ein Sägewerk, ne? Wo wir, wo quasi dieses Holz verflößt wird quasi, also über den Fluss, ne? Das macht Sinn. Schau, deswegen habe ich meinen Ruhestein aufbewahrt, weil ich mir schon dachte, dass wir hier wieder zurück mussten. Sonst hätte ich ja auch wieder hier rüber fliegen können. Wir mussten noch viel reisen. Oh weia. Ist das so? Da war das ja bei den Zandalari-Trollen relativ angenehm. Das war alles in der Hauptstadt, ne? Um so ein bisschen zu spoilern, da ging es so ein bisschen um die Krönung von Tilanji. Gut, da liegt es auch nahe, dass man dann in der Hauptstadt ist. War cool aufgezogen. So, also wir müssen jetzt einmal hier hinter. Genau, da ist dieses Sägewerk mit den Stämmen, die über den Fluss quasi nach Buralas geflößt werden. Ich weiß nicht, ob geflößt ein Wort ist, aber so in die Richtung, ne? Die ganze Zeit hin und her. Na wunderbar. Das, was ich so liebe. Also hier in das Haus rein. Das nur schwieriger, als es sein muss, meiner. Ich fürchte, Frieden Jungs, ist uns jeden, einfach nicht vergönnt. Jeden, der mich anpackt, bringt ein Haufen Gold und ein Humpen Bier. Fasst euch kurz. Das ist überzeugend. Meintet ihr nicht, sie wollten uns nicht helfen? Haufen Gold und ein Humpen Bier überzeugt anscheinend. Okay, also sie ist definitiv eine Schamanin. Gibt es Kultiras Menschen Schamanen? Ich bin jetzt gerade echt im Überlegen. Wahrscheinlich ja dann schon, ne, oder? Also wenn sie eine ist. Ah, die tragen wir auf der linken Schulter, das Holz. Ach so, nein, wir ziehen es hinter uns her. Wo müssen wir es jetzt hinbringen? Ja super, du bist halt ewig weggeslowt mit dem Holz. Jetzt dann zwei Holz hinten dran hängen? Ach ne, ich hat's anscheinend noch nicht. Und hau, ruck.
Ach du Scheiße. Jetzt habe ich zwei Holzbündel. Ich bin übelst weggeslowt. Lasst ihr mal nur mein Holz nicht fallen. Kann ich springen damit? Ja, das geht. Okay, das ist lustig. Du wirst immer mehr geslowt, umso mehr Holz du dran hast. Weiter. Ich lasse sie nicht. Je schneller ihr arbeitet, desto schneller sind wir hier weg. Was habe ich denn jetzt noch? Hilfe rufen? Okay. Warte mal, da haben wir noch ein Holz. Das andere ist auch noch Hilfe rufen. Hä? Ach so, Ziel. Ah, okay. Und sie macht dann die Dings hier kaputt. Okay, jetzt müssen wir das Holz abliefern und zwar da oben. Ach du Scheiße. Genau, und die tragen die Stämme einfach so, ne? Also ich kann nicht mehr angreifen, ich kann nur noch die Ziele markieren und quasi dann nach Hilfe rufen. Auf geht's. Das reicht erstmal. Kommt mit. Kommt sie? Aber zumindest haben wir hier starke Begleiter, ne? Die können das Zeug tragen. Ich kann es leider nur hinter mir herziehen. Mein Gott, bist du weggeslowt. Und ich bin schon in der Reisegestalt, ne? Da ist man eigentlich so schnell wie ein Mount. Irgendwo da nach oben müssen wir. Kommt mit. Jetzt? Aber ich bin doch jetzt genau hier auf den Spot. Ja, ja, was ist denn? Ich glaube, wir laufen jetzt gerade wieder zurück, ne? Sepp wartet weiter oben auf uns. Gut, dass der Pfad nicht zu steil ist. Ich glaube, ich hätte auf dem Weg laufen müssen. Das war der Fehler an der Geschichte. Moin, moin. Na super, jetzt müssen wir wieder hochlaufen, oder? Raus mit der Sprache. Ich glaube, die müssen wir ein bisschen anschieben, die alte. Hinter uns. Die Schiffsbauerin. Leute, Doom, hey, grüß dich. Mal schauen, ob die ihr Gold auch kriegen, habt ne? Habt ihr das gehört? Oh nein. Ja, ja, was ist ich denn? Muss näher. Aufgehen, markieren. Lasst ihr mal nur mein Holz nicht fallen. Blöd, dass wir hier nicht mitkämpfen können, ne? Also. Macht sie jetzt? Also ich kann halt leider nichts mehr machen jetzt. Okay, ja gut. Oder so. Ihr jagt einfach alles in die Luft. Also ihr müsst mich nah daran erinnern, dass ich mir auf jeden Fall mal angucke, ob die Kultiras-Menschen dann in Schamanen machen können, ne? Also sich erstellen können als Klasse. Aber es wäre ja nur naheliegend, wenn sie Schamanin ist. Ah, schau mal, da haben wir den Typen. Der Sepp. Ebwasser. Ja, können sie. Okay, cool. Warum hätte er mit seinem komischen Karren nicht bis ganz unten fahren können? Konntest du meine Felsen dazu bringen, sich zu rühren? Sie waren sogar ziemlich hilfsbereit. Aber, Liebste? Was denn, Sepp? Ich glaube, dieses Holz wird von Geistern heimgesucht. Na super. Haben wir ein verseuchtes Holz eingepackt, weißt du? Haben wir uns wieder schlechte Qualität aufschwätzen lassen. Was müssen wir jetzt machen? Oh nein, jetzt müssen wir da ganz dahinter. Ach komm. Nein, oder? Ihr seid mir ja welche. Also jetzt müssen wir nach Drust, war. Und zwar einmal hier hin. Und die Clara finden. Und was müssen wir hier machen? Verfluchtes Holz. Na super. Was machen wir denn als erstes? Ich würde sagen, wir gehen erstmal zu Clara. Und dann schauen wir wegen dem verfluchten Holz, was wir da machen müssen. Und ja, du hattest recht, man musste anscheinend ziemlich viel rumreisen. Da ist man ganz gut beschäftigt. Was müssen wir denn bei der Clara machen? Also, wir müssen zu Clara gehen. Während ihr in Drustwar seid, müsst ihr noch einen weiteren Botengang für mich erledigen. Die Familie Wert besaß eine Mine in der Nähe. Ah, die Mine kenne ich, glaube ich. Ne? Das ist die Spinnenmine von Korlach. Jahrelang haben sie mir die Metallerze geliefert, die ich für den Bau meiner Schiffe brauche. Okay, also wir dürfen da jetzt in die Spinnenhöhle wahrscheinlich reingehen und sie säubern. Na super, okay. Also wir müssen einmal zu Clara. Und was ist das andere? Hier. Dornsprecher Birk im Gol Kaval. Okay.
Okay, also hier müssen wir hoch wegen dem Eisen und hier müssen wir wegen dem verfluchten Holz hin. Aber mal schauen. Was brauchst du sonst noch? Wahrscheinlich brauchst du da noch Stoffe wegen dem Segel, oder? Das kann ich mir noch vorstellen. Nicht, dass wir da nur irgendwo Drittes hin müssen. Und wahrscheinlich brauchst du noch mehr Materialien für ein Schiff, aber ne, wir wollen es ja hier einigermaßen simpel halten. Eieieiei. Ich hab's mir schon gedacht, dass wir in der halben Welt rumreisen müssen. Bis dahin ist mein Ruhestand bestimmt auch wieder ready, bis wir die beiden Dinge abgeschlossen haben. Ich hoffe, dass wir dann auch ein schönes Schiff kriegen, ne? Also mindestens so schön wie dieses von Jaina, mit dem sie immer ganz gerne rumfliegt. Das wir ja auch schon gesehen haben in der Schlacht um Unterstadt. Da ist sie angeflogen gekommen mit ihrem Schiff von ihrem Vater. Und wir haben es ja jetzt auch nochmal gesehen in dem Story Cinematic von 8.1.5, wo wir Bane in Dings treffen, ne? Ich bin gerade am Überlegen, ob das irgendwo ein Boralos ankert eigentlich. Müsste ja, ne? Müsste ja irgendwo da sein. Dieses große Schiff. So, hier, jetzt müssen wir zu der Mine hoch. Beziehungsweise erst mit hier der Clara reden. Kümmert ihr euch um eure Angelegenheiten? Ich kümmere mich um meine. So, und jetzt Lagerschlüssel müssen wir jetzt beschaffen. Na, vielleicht müssen wir gar nicht in die Mine rein. Ein gefährlicher Feind bedroht die Leute von Drustvar. Kümmert euch darum. Und das jetzt hier? Ach, das Viech hat den Lagerschlüssel? Oh mein Gott. Das erinnert mich hier an diesen Imbrace in Düsterbruch. Kennt ihr das? Wo du diesem blöden Wichtel nach musst. Er ist ganz schön schnell unterwegs. Ja, komm, gib mir den Schlüssel. Mach keinen Scheiß jetzt. Oh, wo ist er denn? Okay, das kenne ich hier gar nicht. Was hat denn der da alles für Stofftiere? Der Druss starrt mich an, okay. Warum muss ich denn jetzt mit dem Gassi gehen? Hä? Wir wollen doch den Schlüssel holen? Jetzt dürfen wir auf einmal mit dem Typen Gassi gehen. Ah, wir müssen jetzt noch ein paar Sachen sammeln, okay. Was haben wir denn da unten? Okay, ich habe jetzt meinen eigenen Druss hier als kleines Haustier. Ich frage mich, ob die irgendwann mal auch Hunter als Pets haben können, ne? So, ein Halsband haben wir. Haben wir da hinten noch? Das ist eine Schrift. Ne, das ist ein Knochen. Okay, abgenagte Knochen. Den sammeln wir noch auf. Anscheinend sammelt dieser Drusthund hier so Spielsachen, ne? Schau mal an, der hat ja auch in seiner so Höhle alle möglichen Teddybären und Zeugel drin. Wie kommen wir denn in den Laden rein hier oben? Ah, was haben wir denn da? Oh, schau mal. Ein Murloc-Stofftier. So, haben wir alles. Und warum müssen wir die Sachen jetzt sammeln? Also müssen wir mit ihm Gassi gehen? Ach, weil er leise winselt. Okay. Ja gut, wir Wir sind ja sind mal nicht hier so. viele Reisende. Dieses Land ist verflucht. Ich muss näher ran. Ah, jetzt kriegen wir die Erzlieferung. Okay, das ging einigermaßen zügig. Nicht schlecht. So, und jetzt fliegen wir mal noch zum anderen Ding rüber. Wo war jetzt Abstand der halten, Flugtyp? Ah, Festländer. vielleicht da, wo der Greif steht, wäre eine Idee. Freund oder Feind? So, fliegen wir jetzt mal runter. Und jetzt müssen wir uns noch um das verzauberte Holz kümmern. Gut, verzaubertes Holz, da ist Drustmar, ne, die erste Adresse. Ich muss sagen, diese ganze Drust-Thematik finde ich sehr interessant. Und da wollte ich mich eigentlich mal noch ein bisschen mehr einlesen, wie das alles zusammenhängt mit diesem Drust, ne? Ich habe ja letztens diese Verzauberungsquest gemacht. Und also diese Berufsquest, und da war ja diese Seth auch mit drin. Und ich meine, das war die gleiche Seth wie in Ulduar oben. Da muss ich mal nochmal gucken, ob die irgendwie auch zusammenhängen, ob diese Drust irgendwas auch mit alten Göttern oder sowas zu tun haben, ob da irgendwo eine Connection gibt. Ist auf jeden Fall eine interessant. Und vor allem aus dieser Totenwelt, wo die Drust kommen, wie das zusammenhängt. Ob das auch was mit Bonsandi oder Sylvanas zu tun hat oder ob das wieder was Drittes ist. Weil anscheinend gibt's ja viele Totenwelten, ne? Auch mit Helya und so. Da hast du ja eine ganze Bandbreite von. Also, und jetzt müssen wir aber erstmal irgendwie schauen, dass wir unser Holz wieder reinkriegen, ne? Das Interessante ist, wo wir das Holz unten rausgekarrt haben, hast du halt nichts gesehen. Und sobald du die Questreihe oben beendest, wird auf einmal das Holz verflucht, ne? So ganz mystisch. Auf einmal ist es verflucht. So, das muss ich mal gucken. Komme ich hier irgendwo vorbei, ohne durchs Hordenlager durchzulaufen? Da bin ich da. Na gut, komm, egal. Laufe ich hier hinten am Hordenlager vorbei. Die haben sie nämlich ein bisschen gepimpt, die Wachen, ne? Also die hauen jetzt mittlerweile schon ganz gut raus.
Gefährliche Spinnen haben sich hier im Wald eingenistet und gefährden schon unsere Spinnen. Jäger. Räuchert sie aus. Ah, das machen wir jetzt nicht, die Spinnen ausräuchern. Wir machen jetzt erstmal unsere Questreihe fertig. Okay, er hier ist anscheinend der Experte. Festländer. Bringt der Wind Neuigkeiten? Hütet euch vor unbekannten Gesichtern. Trustgefäß gefüllt. Okay, mit was müssen wir sie füllen? Wahrscheinlich mit dem Zeug von den Inventaren, oder? Ah ja, okay, genau, die brauchen wir. Komm, pullen wir dich auch noch mit ran. Was ist in der Scherbenwelt? Ja, von Thor. Also der hier, der Drust-Typ heißt Gorantul oder irgendwie sowas. Der heißt nicht Thor. Thor ist dann nochmal was anderes. Thor ist doch dieser, ist ja eigentlich der aus der nördischen Mythologie, ne? Einer, beziehungsweise gibt's nicht auch, hier gibt's halt in WoW gibt's halt Thorim, ne? Aber das ist ja einer quasi von diesen Titanen-Avataren. Ach so, wir müssen hier die Bar füllen. Okay, ich sehe es gerade. Die müssen wir einmal füllen. Naja, da müssen wir nur... Ach so, und damit können wir auch das Drustgefäß füllen. Okay. Mit dem Runenstein hier. Ich weiß nur, hier in der Nähe ist das erste Mal, bin ich mit diesen komischen Runen in Berührung gekommen, die ich drücken muss in der richtigen Reihenfolge. Und ich wusste das nicht. Ich drücke auf die Runen drauf, aber es war BAM! Und ich liege im Dreck und dachte mir erst, okay, was ist jetzt passiert? So, okay, jetzt haben wir das Gefäß gefüllt. Gold Dragon, hey, grüß dich. Und was müssen wir jetzt als nächstes machen? Einmal abgeben und ich hoffe, das war's dann. Wir können wieder zurück und unser Schiffchen zusammenbauen. Kümmert ihr euch um eure Angelegenheiten? Ich kümmere mich um meine. Jetzt müssen wir... Achso, müssen mit ihm sprechen, okay. Bringt der Wind Neuigkeiten? Ne, mit dem Ding hier müssen wir sprechen, mit dem Drust. Zum obersten Dornensprecher bringen, okay. Aber klar, sitzt auf. Ah, perfekt. Warte mal, war dieser oberste Dornsprecher nicht der Typ, der in einer Höhle drin war? Zumindest war da so ein Drust in der Höhle drin. Was habe ich denn hier? 15% Tempo. Ach, der springt jetzt hier hoch. Ich wollte gerade sagen, hat sich mein WoW aufgehängt. Schattenwelt, nicht Scherbenwelt, hast du geschrieben. Ah, okay. Das kann natürlich auch sein, das weiß ich nicht. Aber ich denke mal, auf diese Thematik wird es in nächster Zeit noch zugehen, wenn ihr auf der Hordenseite diese Voltschin-Quest gespielt habt, die sehr, sehr interessant ist. Da muss man alle möglichen Kandidaten, die irgendwas mit dem Tod zu tun haben, mit denen muss man quatschen. Da geht es ja auch um die Geschichte, wer Voltschin zugeflüstert hat, dass Sylvanas Kriegshäuptling werden soll. Und da spricht man mit dem Lich King, muss man sprechen, mit wem spricht man denn noch alles? Mit Bon Sandy quatschte und mit ein paar anderen auch noch, ja, die halt quasi da mit dem Totenreich zu tun haben und wer quasi da, Voltschin das geflüstert hat, ja. Weil, wie wir ja vorhin auch gesehen haben, die Sylvanas ist bei vielen da nicht so beliebt, ne. Du meinst Helia. Helia gibt es da auch noch, ja. Okay, also wir müssen zu dem Typen da hoch, bei dem wir schon mal eine Quest hatten, der quasi so der Gegenspieler von Garaktul ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Das ist der Endboss hier im Kronsteigswesen. Garaktul, ich war erstaunlich nah dran, ja. Das ist nämlich auch ein Drust, aber das hier ist quasi ein Drust, der verbindet mit uns ist. Anscheinend ein Druid, ne? Weil er hier auch in der Bärenform ist. Mein Wissen ist nichts für zart beseitigt. Sag mir, wie ich helfen kann. So, die jetzt. Macht, die ihr herbringt, stemmt sich gegen das Leben. Wir müssen das Gleichgewicht wiederherstellen. Dieses Land ist freigebig und stark. Sein Herz schlägt unter uns. Das Gleichgewicht. Ah, schau mal, das ist ja wie bei Dings hier, diese Orbs, ne? Soll ich da mal drüber laufen? Oh, ich glaube, da kriege ich einen Debuff. Aber wo tot ist. Ihr seht, wenn ich über die Orbs drüber laufe, ist das negativ für mich. Also die einen, die grünen, sehen aus wie die von Mythrax, ne? Ein unausweichlicher. Ich glaube, ich tief da jetzt einfach mal ein bisschen rein. Ich glaube, ich muss die Viecher einfach töten. Meer weit ist.
Keine Kreatur entkommt ihm für immer. Zurück, üble Magie. Weiß ich nicht, ob ich irgendwas mit den Kugeln machen soll oder ob ich da einfach nur reinkleven muss. Okay, das war's schon. Setzt sich fort. Jetzt ist auf dem Holz wieder eine Pflanze gewachsen. Okay, gut. Also wir haben es jetzt anscheinend irgendwie gereinigt. Das Leben folgt einer Melodie. Ich habe die Verderbnis im Gefäß getilgt. Wunder Himmel. Die Sprecher werden ins Sturmsangtal reisen und damit beginnen euer Holz. Okay, das ist einfach ein Elementar, der sagt, wir müssen wieder ins Sturmsangtal zurück. Dann machen wir das doch mal. Also, wir haben jetzt das Erz für die Nägel eingepackt. Wir haben quasi das Holz einmal gereinigt. Und jetzt müssen wir zurück in Sturmsangental. Und ich hoffe, wir können jetzt unser Schiff bauen. Anti, ich grüße dich. So, wir werden sehen. Wir sehen hier nicht viele Reisende. Mal gucken, ob's... Aber das ist noch nicht die letzte Quest, ne? Also, die hat uns einfach so ein Elementar geschickt, der uns Bescheid sagen soll, dass wir wieder zurück sollen. Gut. War absehbar, ne, dass wir jetzt alle Aufgaben erledigt haben, dass wir dann wieder zurück müssen. Ich finde es interessant, dass in der Questreihe die Schiffsbauerin, man hat ja erst erwartet, so, dass der Typ der Schiffsbauer ist. Das war ja, hat ja keiner erwähnt, dass es eine Frau ist. Aber in BFA wird eh auf starke Frauenpersönlichkeiten gesetzt. Du musst ja sehen, du hast die Anführerin jetzt hier von der Allianz ist Chayna. Die Anführerin von der Horde ist Sylvanas. Die Anführerin in Zuldazar ist Talanji. Ne? Also du hast eigentlich lauter weibliche Oberhäupter sozusagen. Und den einzigen, der nicht weiblich ist, ist quasi Dings hier, Anduin, aber der hat blonde, lange Haare, von dem her, der geht auch fast als Frau durch. Geht zumindest in die Richtung. Aber ich bin pro Anduin, muss ich sagen. Ich finde Anduins Charakter interessant. Machst du die Kul'Tiraner? Ja, ich bastel gerade die Kul'Tiraner, davor habe ich gerade die Zandalari-Trolle freigeschalten, ne? Also, ja. Ja, könnte man so sagen, ja. Könnte man so sagen. Schauen wir mal. Nee, ich wollte halt jetzt beide mal freispielen. Heute habe ich jetzt ein bisschen Zeit und ja, dass ich dann nächste Woche zum Leveln anfangen kann. So war der Plan. Was, du hast es geflüstert zu Vol'jin, dass Sylvanas die Kriegshäuptling werden soll? Ich weiß nicht. Also, ich muss sagen, das Storytelling in BFA finde ich sehr, sehr gut. Also, ich fand zwar... Legion hatte eine epischere Atmosphäre, weil es halt einfach um was Größeres ging, ne? Du hast dieses ganze große Ganze aufgeklärt, weil, wenn wir ehrlich sind, jetzt hier in BFA ist es so kleine Inselpolitik, aber das andere war halt so quasi, ging um den ganzen Planeten, beziehungsweise um mehr als um einen Planeten, ne? Und hier ist es halt so ein bisschen kleiner gehalten, wobei das Storytelling nicht unbedingt schlechter ist, ne? Es hat halt nicht so ein episches Feeling, ne? Wie es jetzt in Legion hatte, aber das Storytelling finde ich sehr, sehr gut. Mal gucken, was da noch kommt. Und vor allem die Geschichte auf der Hordenseite finde ich halt sehr interessant. Aber auf der Ali ist die auch nicht schlecht. Rund um Chayna war das am Anfang sehr cool. Aber jetzt finde ich die in der Hordenseite ein bisschen cooler aufgebaut. Ich bin nämlich gespannt, wie das alles mit diesem Totenreich zusammenhängt und was da noch kommen wird. Aber leider gibt Blizzard immer nur so kleine Häppchen. Ne? Das ist immer ein bisschen schade. Man muss immer relativ lang warten, bis man da weiterkommt. Oder man musste vielleicht aufmerksamer sein. Ne? Ich bin ja immer so voll mit Questtext lesen. Vielleicht ist mir auch schon vieles entgangen und es kommt dann erst... oder man könnte schon viel mehr wissen, als ich vielleicht mitgekriegt habe. Das meine ich damit. So, jetzt aber schauen wir mal, was wir hier machen müssen. Also, das Ding haben wir freigeräumt. Die Elementare... Ach so, deswegen ist es Schamane, ne? Weil die Elementare für sie arbeiten. Das Holz haben wir... Das können wir auch abgeben. Ach, Chayna ist jetzt auch da, okay. Wir müssen eine Mannschaft rekrutieren. So schnell. Wie ist das möglich? Nichts für ungut, aber das behalte ich für mich, Lord Admiralin. Sie ist nur etwas schüchtern. Nehmt es ihr nicht übel. Kann ich euch so lange ein Glas warme Milch anbieten? ja, danke. Wo denn das warme Glas, das Milch mit das Glas mit warmer Milch, so rum, wo holt er das jetzt her? Geht jetzt einfach hier nur zum Ding? Naja. Gut, okay, was müssen wir jetzt machen? Achso, wir müssen mit Chayna sprechen, okay. Und danach müssen wir die, wahrscheinlich die... Der Weg vor uns wird kein leichter sein. Sprecht mit, achso. Kann die ganze Welt Tandrit bracht mir, wo ist denn Tandrit bracht? Sagt der jetzt nicht, dass der in Boralos steht?
Ach, fuck it. Was ist denn Tandrit gebracht? Mehr, den kenne ich gar nicht. Ist das noch ein Bruder? Also, warte mal, ich kenne Jaina Brachtmeer, dann quasi die Mutter, den Vater, dann, wie heißt der eine Bruder, den Sylvanas jetzt, war das Derek? Ich meine Derek, aber Tandrit kenne ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Oh, da war ich anscheinend nicht aufmerksam genug. Ist das noch ein Bruder? Weil Derek ist ja der Ältere, ne? Dann hat sie zwei Brüder, okay. Ja, habe ich anscheinend nicht ganz so mitgekriegt. Behaltet immer das Meer im Auge. Na gut. Dann schauen wir mal zum Tandrit, zum anderen Bruder. Wir müssen jetzt ein paar Leute rekrutieren. Mal gucken, wen wir da so finden können in Buralos. Wahrscheinlich muss ich dann wieder zurück und dann wieder hierher. Ich sehe schon kommen. Weil die letzte Quest erkennt man immer daran, dass man auch die Belohnung quasi kriegt, ne? Mount und Dings. Ist, okay, ist der in der Cinematic und die Schlacht um Buralos zu sehen? Okay. Ach, stimmt, das war der Typ, der mit der Flotte heimgekommen ist. Jetzt komme ich mit. Ja, klar, was ja, natürlich, den kenne ich. Hier, ne? Hier, wie heißt der Tendrit, mein bester Buddy? Natürlich kenne ich den, richtig, ja, ja. Ich habe gerade über Ihre Bitte nachgedacht. Mir schweben einige Kandidaten vor, aber manche werden wir noch überzeugen müssen. Okay, dann überzeugen wir die mal. Peake ist gerade hier in Buralos. Jedes Schiff braucht einen Gezeitenweisen und er ist meine erste Wahl. Als Meisterkanonier will ich niemand geringeren als Leutnant Tarenfeld. Er ist immer noch auf der Wachkuppe stationiert. Trefft mich am Sturmtaglerposten. Dort werden wir die restliche Besatzung anheuern. Wo ist denn der Sturmtaglerposten? Hört sich irgendwie lustig an. Also den Bruder Peake, den kenne ich, das war der Typ, der hier die Questreihe, ne, im Sturmsangenthal gemacht hat. Also ich bin ja mit Namen immer echt scheiße, muss ich ehrlich zugeben, aber der Name sagt mir was. Der Leutnant irgendwas Feld, Tarenfeld, keine Ahnung, den sollte man wahrscheinlich auch kennen, ja. Befehle? Kenne ich jetzt ehrlich gesagt nicht, egal, den sammeln wir auch ein. Und Sturmtakler habe ich schon irgendwie geholt, warte mal, war das nicht dieses, ne, das war nicht Sturmtakler? Steht hier nirgends dran. Keine Ahnung, wo das Sturmtakler-Ding ist. Vielleicht das hier? Nee. Hafen. Die Wachgruppe. Ah, die Wachgruppe, da müssen wir jetzt auch hin, okay. Ah, wo ist das Sturmtakler-Ding? Ne, ja, das ist es auch nicht. Sturmtakler! Okay, doch, das war doch das, was ich dachte. Das hier ist. Boah, ich kenne mich voll aus, Leute. Ihr seht immer. Okay, dann holen wir jetzt erstmal den Pike hier ab und dann. Ja, fliegen wir mal weiter. Ja gut, aber hier musst du echt richtig viel rumreisen, ne? Also, da hattet ihr nicht ganz Unrecht. So. Benötigt ihr mich? Ah, zu lange habe ich das Meer nicht unter meinen Füßen gespürt. Das Vermächtnis der Gezeitenweisen ist befleckt, aber vielleicht kann ich helfen, es reinzuwaschen. Und wie könnte ich dem Bruder der Lord-Admiralin eine Bitte ausschlagen? Gut. Also, den ersten haben wir eingetütet. Dann gehen wir jetzt mal zum Leutnant. Hier, genau. Zu der Kuppe. Und dann holen wir die restlichen Typen beim Sturmtakler. Lasst euch nicht vom Klabautern anhören. Ende der Questreihe ist ein SW. Okay, ja gut. Da kann ich ja dann den anderen Ruhestein hinnehmen, das passt. Also hier zur Wachkuppe müssen wir jetzt. Da wo auch die eine Quest ist, die Kreisquest von den Tortolanern. Wisst ihr, dieses Kalligrafie-Ding, wo wir zeichnen müssen? Wo haben wir es denn? Hier müsste ganz oben jetzt sein. Ah, ne, wo habe ich das denn? Ach, das habe ich mit einem anderen Char gemacht. Es gibt ja jetzt so eine Kalligrafie, so ein Kalligrafie-Dings, der Bums da. Irgendwo hier müsste das sein, keine Ahnung. Wo du so ein. Ah, hier, Meister Kalligraph. Wo du diese Zeichensachen zeichnen musst. Mein Gott, war ich da lang dran gehockt, vor allem beim Kreis. Das war schon wenig lustig, das kann ich nicht sagen. Wenn ihr das mal machen wollt, nehmt euch Zeit und gute Nerven mit, ja. Also, das ist nicht so ein spaßiges Achievement, das kann ich euch sagen. Hier auf dem Platz steht dann nämlich. Oder der oder die Tortolanerin? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich weiblich. Wahrscheinlich ist es auch wieder die Nola. So, wir müssen jetzt aber hier einmal den Leutnant mitholen. Moin, moin.
Mast und Schotbruch. Warte mal, Nö wurde gefixt. Was haben die da gefixt? Geht's jetzt einfacher? Oh nein, oder? Und ich hab da 2 Stunden lang rumgemacht. Ist das euer Ernst? Oh mein Gott. Ja gut. Gut, dass ich mich da 2 Stunden lang hingehockt und in das Kreiskalligraphie-Ding gemacht habe und es jetzt gefixt wurde. Muss nur noch die Worldquest abschließen. Na, danke. So, und jetzt müssen wir nur noch hier beim Sturmtakler die Mannschaft rekrutieren. Also er wird der Captain, er wird der Zeitenweiser und die Typen, die wir da haben. Aber irgendwie so ein Unteroffizier oder sowas gibt's da nicht, ne? Gibt's nur den gemeinen Pöbel und 2 wichtige Personen. Ich hoffe, das war's dann, ne, oder? Was brauchen wir sonst noch? Ein Segel haben wir gar nicht. Ich habe vorhin gesagt, wir brauchen noch ein Segel, ne? Aber anscheinend, wenn wir jetzt schon die Mannschaft rekrutieren, brauchen die kein Segel, sondern nur Holz und Eisen. Mehr brauchen sie fürs Schiff nicht. Mal gucken, wie viel wir rekrutieren müssen. Wahrscheinlich brauchen wir 3 oder 4 Leute, ne? Aber was ich mich frage, warum wir nur ein Schiff bauen, ne? Also eigentlich brauchen wir doch jetzt eine ganze Flotte. Weil wenn wir jetzt den Angriff auf Zuldazar sehen, da wurden ja doch einige Schiffe zerstört, ne? Vor allem, wenn wir uns dann auch noch an den Jaina-Kampf erinnern, wo du dann immer rechts und links die Boralo-Schiffe da quasi sprengen musst. Mich hat noch kein Monster überlebt. Ich soll euer was sein? Ich weiß. Aber ich brauche einen ersten Mat, dem ich blind vertrauen kann. Und das... seid was ihr. Jetzt? Oh, erster Mart. Soll ich mich jetzt geschmeichelt fühlen? Ich bin Kapitänin. Die Sturmtakler sind meine Crew. Und das bleiben sie auch. Ich möchte, dass ihr alle mitsegelt, wenn wir unter der Allianzflagge in See stechen. Allianzflagge? Heißt das, wir zahlen es der Horde heim? Nun, davon gehe ich stark aus. Sag das doch gleich, Captain. Denkt ihr, ihr könnt mithalten? Sag doch gleich, Captain. Okay. Ah, wir müssen... also, das ist quasi der erste Mart. Jetzt müssen wir... Ausgezeichnet. Ich könnte mir keine bessere Besatzung vorstellen. Komm jetzt mit. Müssen wir noch einen Bootsmann Champion, holen. Ich möchte noch eine Person rekrutieren. Trefft mich am Nebelfluthafen, wenn ihr mit allen gesprochen habt. Was, am Nebelfluthafen? Warte mal, wo ist der Nebelfluthafen? Oh nein, oder? Jetzt müssen wir hier wieder zurück. Okay, also wir haben jetzt hier gleich mehrere Leute geholt, und zwar sie als ersten Mart. Und jetzt müssen wir zum Nebelfluthafen, der hier ganz hinten ist, und einen Bootsmann holen. Ich frage mich, was macht der Bootsmann? Also ich habe einen Captain, einen Gezeitenweisen, einen ersten Mart, und jetzt brauchen wir noch den Bootsmann. Wahrscheinlich kümmert der sich darum, dass das Boot in Schuss ist, kann ich mir vorstellen. Dann will ich aber auch echt ein schickes Schiff haben, ne? Wenn ich mir schon so einen Aufwand mache. Weil das, was ich da vorhin gesehen habe, sah so relativ normal aus, ne? Also jetzt nicht wie irgendwas Spezielles. Man müsste sich immer die ganzen Charaktere merken, bei denen man Quests macht und die Zusammenhänge. Dann würde das auch alles unterm Strich ein bisschen mehr Sinn machen. War jetzt gut, dass ihr mich bei dem Tandrid erinnert habt, dass ich den ja eigentlich kennen sollte. Ich sage, ich freue mich, wenn man hier endlich fliegen kann, ne? Da macht die Landschaft bestimmt noch ein bisschen mehr her. Und vor allem geht es auch ein bisschen schneller, auch die Worldquests und alles zu machen. Man ist halt schon immer relativ lang unterwegs mit dem Hin- und Herfliegen. Wobei jetzt im Gegensatz zu älteren Gebieten gibt es halt auch schon ziemlich viele Flugpunkte, ne? Das sind ja teilweise hier in dem kleinen Bereich sind 3 Flugpunkte, ne? Also, das ist schon krass. Kann ich später drauf eingehen. Jetzt müssen wir gerade erstmal noch die Questreihe hier fertig machen. Ich frage mich ja, ob dann in der Schiffswerft dann noch mehr Schiffe gebastelt werden oder ob es das dann war, ne? Ob man dann jetzt ein Schiff bastelt und damit ziehen wir dann in den Krieg. Und ich will nur irgendwo rausfinden, wo Jainas großes Schiff, wo das rumgammelt. Ob man das in Boralos sehen kann, weil ich habe mich da noch gar nicht so genau umgeschaut, ne?
Naja, wobei hier liegen auch noch ein paar Schiffe, ne? Muss ich mal später schauen gehen, wo das ist. So, und jetzt müssen wir aber gucken, wo wir den Bootsmann hier noch auftreiben können. Oh, das Schiff, ist es das? Ja, was ist Nennt mir denn? einen besseren Bootsmann und ich Das rekrutiere war ihn. alles. Wir Ich brauchen die bin im Besten. Ruhestand. Ihr seid die. Wie kann man so etwas Prächtiges bauen und nicht damit in See stechen wollen? Sie ist ein Meisterwerk. Ihr lasst wirklich nicht locker, was? Vor uns liegt ein Auf langer keinen Weg. Fall. Ich kümmere mich ums Haus. Geh, gönn dir ein Wir alle haben Abenteuer. Sie braucht unsere einen Dämonen. Namen, wie alle großen Schiffe. Na Was schlagt du, ihr vor? aber ihr kriegt was An zu hören, Zorn. wenn ihr mein Schiff Sie beschädigt. wird die Horde das Fürchten lehren. Ich würde sie Morgenwind taufen. Ich glaube, die Allianz hat so ein bisschen mit Löwen. Was haltet ihr von Löwenherz? Auch nicht schlecht. Tiffins Melodie. Nennt euer Anliegen. Das ist wunderschön, Mutter. Diese Namen sind alle treffend. Entscheidet ihr, Champion. Tiffins Melodie, was ist denn das für ein Scheißname für ein Die Kriegsschiff? Zeit für Träume ist Also, vorbei. das haben wir Anduins Zorns, Morgenwind, Tiffins Melodie. Also, ganz ehrlich, wer das Tiffins Melodie nennt, das Kriegsschiff, der kann sich bitte eingraben lassen. Und Löwenherz klingt ganz cool. Ich, wenn dann die ersten beiden, ich nenne es Löwenherz. Die Löwenherz. Ein guter Name. Ich habe Bruder keine Zeit für Pike, Plauschereien. würdet ihr uns die Ehre erweisen? Lasst uns diese Aufgabe hinter uns bringen. Das klingt jetzt so, ob das irgendwie so ein Selbstmordkommando ist. Wir geben dem Schiff einen Namen. Sturm über uns, Flut unter uns, hört uns an. Erfüllt unsere Segel mit Stärke und bewahrt uns vor dem Fluch der Tiefen. Möge dieses Schiff eins sein mit den Weiten des Ozeans und wir mit ihm. See zu See, Sturm zu Sturm, Flut zu Flut. Echt, okay, das wusste ich nicht, dass die so heißt. Was Aber ich begehrt finde es ihr trotzdem einen von der komischen Namen Tochter für ein der See? Kriegsschiff. Okay. So. Segelt zum Hafen von Sturm und übergibt Anneln sein Gebt Geschenk. acht, wem ihr vertraut. Auf geht's. Ach so, wir können mit dem Schiff dahin segeln. Oh, das ist nice. Die Frau von Varian, okay. Nee, das wusste ich nicht, dass die Tiffin heißt. Interessant, also dann quasi die Mutter von Anduin. Ah. Also, komm. Ne? Ich will ja nichts gegen Frauen und Einparken sagen, aber inwiefern ist das hier vernünftig eingeparkt? Hier ist ein scheiß Hafen, ne? Wo du halt schön gerade an dem Dock anlegen kannst und die parkt das Ding hier quer rein. Das. Ne? Hier. Und ganz ehrlich, die Särge könnte man da auch mal wegräumen, ne? Die stehen da jetzt schon seit Anfang der Expansion rum. Da könnte man schon mal was machen. So. Ich grüße euch. Als ihr mich zum Hafen gebeten habt, hatte ich keine Ahnung, was ihr im Sinn habt. Unglaublich. Einst verband Kul Tiras und die Allianz tiefe Freundschaft. Jetzt schmieden wir das Band zwischen unseren Völkern neu. Ich kann mir keine edlere Geste vorstellen, Lord Admiralin. Wie heißt sie? Die Löwenherz. Möge sie wie mein Vater jedem Sturm trotzen. Sie und ihre Besatzung unterstehen eurem Befehl. Sie dienen euch im Auftrag von Kul Tiras. Hab Dank. Ich heiße euch in der Allianz willkommen. Mögen eure Reisen sicher sein. So, nice. Jetzt sind wir in der Allianz mit den Kultiras-Menschen. Haben unseren schicken Gaul, den lernen wir jetzt mal. Schauen uns den auch mal an. Haben jetzt 560 Mounts. Cool. Tiras, da unten haben wir ihn. Und so ein Pferd kennen wir schon, aber hier jetzt nochmal ein bisschen in schicker. Ja, macht auf jeden Fall was her. Auch wieder eins von den neuen Model. Was komisch zusammengebundener Schwanz hier hinten. Aber gut, okay.
Ja, macht auf jeden Fall was her. Schickes Mount. Und jetzt können wir auch die Kultiras-Menschen quasi spielen. Und damit sind wir auch durch. Mount plus Achievement haben wir. Und jetzt gibt es dann quasi den nächsten Erfolg dafür, dass wir hier dann die verbündeten Völker auf 110 noch spielen. Und mit der Questreihe bzw. mit dem Video sind wir einmal durch. Mich hat gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne das nächste Mal wieder. Euer Tela. Bis dann. Ciao.